Liebe Studierende, weiter geht's. Wir haben im letzten Video die Kovarianz kennengelernt als das wichtigste Maß, um bivariate, lineare Zusammenhänge zu beziffern. Also dieses je desto eines Merkmals, je mehr des einen, desto mehr des anderen, als ein linearer Zusammenhang. Wie können wir den in eine Zahl gießen? Wir haben das mit der Kovarianz getan. Wir haben gesehen, die kann negativ werden, wenn es ein negativer linearer Zusammenhang ist. Die kann positiv werden. Wir hatten aber auch gesagt, vielleicht wäre es noch sinnvoll, diese Kovarianz zu standardisieren an der überhaupt maximal zu beobachtenden Kovarianz letztlich, indem wir die Standardabweichung des einen Merkmals, was da eingeht, mit der Standardabweichung des anderen Merkmals multiplizieren und das quasi in den Nenner schreiben. Und damit hatten wir quasi einen Ausdruck, den haben wir als Pearsons R bezeichnet, die Kovarianz zweier Merkmale x und y geteilt durch die, ich schreibe jetzt bewusst mal die Standardabweichung von x, multipliziert mit der Standardabweichung von y. Das war unsere Formel. Da passiert was Interessantes, das erinnert uns an einiges, was wir schon in Statistik gelernt haben. Und deshalb mal an Sie noch ganz nebenbei die Frage, der Sie mal noch ein bisschen nachhängen können, während Sie mir hier jetzt zuhören. Wie groß kann maximal die Kovarianz zweier Merkmale werden? Maximal die Kovarianz, wenn x und y z standardisiert wurden. Wie groß ist die maximale Kovarianz zweier Merkmale, die z standardisiert wurden? Aber das nur als kleiner Denksport vorneweg. Wir wollen es heute besonders mit diesem Zusammenhangsmaß nach Pearson, dem Korrelationskoeffizient, beschäftigen. Und dann wollen wir quasi noch, man kann fast sagen, das Partnermaß dazu kennenlernen, nämlich Spearmans Rho, leider ein griechischer Buchstabe, finde ich ein bisschen unschick, weil das ist genauso eine deskriptive Statistik wie Pearsons R. Wir könnten auch sagen Spearmans R, der Korrelationskoeffizient nach Spearman. Der wird uns heute vor allem noch beschäftigen. Um die zwei wird es gehen. Mit dieser Formel, die auch hier mehr oder weniger nochmal auf dem iPad steht, hatten wir aufgehört im anderen Video, dass wir gesagt haben, Kovarianz standardisiert am Produkt der Standardabweichungen ergibt uns den Korrelationskoeffizienten. Der wird mit R abgekürzt. Der kann minimal minus 1 werden. Das ist ein perfekt negativer linearer Zusammenhang. Oder der kann maximal 1 werden, 1,0. Dann ist es ein perfekter linearer positiver Zusammenhang. Der hat keine Einheit. Man kann also nicht sagen, R betrug 0,5 Zentimeter oder Zentimeter Quadrat oder irgendwas. Nein, der hat gar keine Einheit. Warum der keine hat, ist wiederum eine Frage, die ich an Sie bei Ihnen parke. Das sehen Sie vielleicht schon. Wenn Sie es noch nicht sehen, schauen Sie sich die Formel nochmal genauer an und die Zutaten, die da eingehen, wo da die Einheiten bleiben. Das war das Farbschema, was wir dafür verwendet hatten. Wenn ich das im Hörsaal durchführe, wenn ich im Hörsaal diese bivariate Zusammenhänge einführe, dann reiche ich immer ein Blatt rum, auf dem jede Studierende sich immer mal bitte einträgt mit ihrer Schuhgröße auf der X-Achse und ihrer Körpergröße auf der Y-Achse. Dabei resultiert jedes Jahr, in jedem Jahrgang, mehr oder weniger ein Bild, was so aussieht. Sie sehen hier die vielen Kreuze von den Studierenden, da wahrscheinlich wieder so circa 80 Studierende im Hörsaal gewesen. Da kommt dann sowas raus. Das Vorzeichen der Kovarianz, was würden Sie hier sagen? Was ist das Vorzeichen der Kovarianz? Also das Sign, wie man im Englisch sagt. Plus oder Minus? Wenn wir uns hier quasi nochmal die Mittelwerte, sozusagen wie so ein Fadenkreuz, reindenken. Die Mittelwerte spielen eine besondere Rolle beim Ausrechnen der Kovarianz, das wissen Sie noch, weil jede Beobachtung relativ, nee, nicht relativ zu, aber bereinigt wird um den Mittelwert. Also der Abstand zum Mittelwert jeweils berechnet wird in beiden Merkmalen. Und dann ergibt sich dieses Quadrantenbild. Und dieses Quadranten, diese Idee, sich so ein Streudiagramm
gedanklich in vier Quadranten einzuteilen, das lege ich Ihnen sehr ans Herz. Das hilft sehr beim Interpretieren oder beim Einschätzen von Korrelationen und Kovarianzen. Also, was sich hier noch für ein Bild ergibt, ist, dass der eine Quadrant da oben, den wir beim Kreuzprodukt als jenen erkannt hatten, wo vor allem der dann hoch positiv sozusagen eingeht in die Kreuzproduktsumme, da ist es hier ziemlich gut gefüllt. Und da unten, wo es ebenfalls hoch positiv eingeht, weil sich nämlich negativ vom Mittelwert x-Werte und negativ vom Mittelwert y-Werte quasi miteinander multipliziert werden und ebenfalls hochpositiv eingehen. Die Quadranten sind ziemlich gefüllt. Dann ist der obere Quadrant da zwar auch ein bisschen gefüllt, aber längst nicht so wie die anderen beiden. Und dann haben wir da unten einen, der würde theoretisch auch dazu beitragen, dass die Kovarianz negativ werden könnte. Der ist ganz leer. Da ist quasi fast gar nichts drin. Das heißt, wir würden hier sagen, wenn wir uns das so anschauen, das Vorzeichen dieser Kovarianz wird vermutlich positiv sein. Das ist ein positiver linearer Zusammenhang. Und das heißt dann auch, die Korrelation sollte positiv sein. Damit können wir uns auch nochmal anschauen, wie wir generell Korrelationen schon grafisch einigermaßen abschätzen können, wenn wir nur mit solchen Streudiagrammen konfrontiert sind. Sie haben hier oben links im Eck einen Zusammenhang, der quasi nicht vorhanden ist. Diesen Fall habe ich versucht ein bisschen im letzten Video zu simulieren, indem ich mal Körpergröße und Matheleistung miteinander, also gegeneinander geplottet hat in so einem Streudiagramm und wir dann auch gesehen haben, sowohl die Kovarianz als auch die Korrelation nach Pearson war relativ klein, vor allem die Korrelation nach Pearson, die betrug glaube ich 1,14. Hier hätten wir einen Fall, wo sie sogar quasi 0 betragen würde. Daneben in dem Quadranten, wenn wir hier schauen, haben wir eine Situation, der jetzt einen quasi maximal, man kann auch sagen, perfekt positiven linearen Zusammenhang zeigt. Entsprechend ist das die maximale Korrelation. Sowas bekommen Sie wiederum, wenn Sie mal aus Versehen ein Merkmal mit sich selber korrelieren. Oder Sie plotten sich die Messung X und mit der Messung Y, aber in die Y-Spalte haben Sie aus Versehen genau die gleichen Werte reinkopiert, die eigentlich schon in X standen. Dann sollte sowas rauskommen. Oder auch, wenn Sie, Stichwort Reliabilität, etwas sehr, sehr gut gemessen haben. Sie haben meinetwegen mit einem Laser die Länge von 2000 Schrauben nachgemessen. Die variierten ein bisschen und das tragen Sie jetzt ab gegen eine wiederholte Lasermessung derselben 2000 Schrauben. Der Laser sollte kaum einen Messfehler, kaum ein Rauschen auf den Messungen drauf haben und es sollte vielleicht eine Korrelation von 0,99 oder 0,987 oder sowas resultieren, dann würde der Graph quasi auch so aussehen. Interessanter, unten links, was ist jetzt hier? Denken Sie sich wieder bitte so in dieses X und dieses Y, so ein Fadenkreuz in den Mittelwerten, dann würde sich hier der Fall ergeben, dass tatsächlich nun mal diese zwei negativ in die Kreuzproduktsumme eingehenden Quadranten stark gefüllt sind und die zwei, die positiv beitragen würden, quasi gar nicht gefüllt sind. Entsprechend resultiert eine starke negative Korrelation. Die ist jetzt nicht minus 1. Warum ist die nicht minus 1? Wenn Sie es mit dem oberen, wo es plus 1 ist, vergleichen, die Streuung rund um so eine gedachte Gerade ist quasi doch erheblich. Mit meiner Erfahrung sozusagen würde ich sagen, wahrscheinlich ist die Korrelation hier vielleicht minus 0,8 oder minus 0,77 oder sowas. Aber eben negatives Vorzeichen, negative Korrelation. Der vierte Graph im Bunde, der ist hier, um uns letztlich zu warnen, um uns immer wieder daran zu erinnern. Natürlich sehen wir hier, die haben doch was miteinander zu tun. Es ist doch eben, wenn ich weiß, wo ich auf der X-Achse bin, dann weiß ich doch auch schon etwa, wo ich auf der Y-Achse landen werde. Ich sehe doch hier diese mathematische Funktion. Ich sehe doch, da ist zwar irgendwie Rauschen, Streuung noch drauf, aber ich sehe doch, dass da so ein U-förmiger, also ein quadratischer Zusammenhang drin ist. Richtig? Aber davon weiß die Korrelation nichts. Der Ausdruck, der hier übrigens steht, nichtlineare Korrelation, das Ganze ist aus dem Eid-Gollwitzer-Schmidt, den halte ich für ein sehr schwieriges Wort. Ich würde gern für uns das Wort Korrelation als Terminus technicus reservieren für die linearen Zusammenhänge.
Entsprechend würde ich hier sagen, es ist ein nichtlinearer Zusammenhang. Da ist ein Zusammenhang, aber der ist nicht linear und deshalb können wir ihn mit der Korrelation nicht fassen und die Korrelation, die könnten wir ausrechnen, aber dem Wert sollten wir überhaupt nicht vertrauen. Was uns dieser Slide lehrt, ist also unbedingt immer auch das Ausrechnen einer Korrelation flankieren durch das Anschauen der Scatterplots. Ja? Genauso wie wir bei den Verteilungsmaßen, bei den Lagemaßen, den Streuungsmaßen gesagt haben, wir schauen uns immer die Verteilungen auch an, so gilt es auch hier erst recht, immer auch die bivariaten Verteilungen in solchen Streudiagrammen sich bitte anschauen. Genau, das hatten wir besprochen. Wir könnten also nochmal kurz da schnell durchgehen und sagen, eine Korrelation rund um 0 bedeutet, die Ausprägungen in x, die sind da, da ist Streuung da, da gibt es Leute, die haben hohe Werte, die haben niedrige Werte in x. Das sagt uns aber nichts darüber, was wir in y erwarten können. Ja, wir haben also keinen Anhaltspunkt, wie y ausfallen wird. Wir sind so schlau wie vorher, als wenn wir x nicht gehabt hätten. Das heißt, diese Merkmale sind unabhängig voneinander. Wenn nun eine lineare Beziehung da ist, dann ist es eben, das hatte ich im letzten Video schon mal erwähnt, aber eben eine stochastische, also nicht deterministische Beziehung. Ich kann nur sagen, wenn x hoch ist, also zum Beispiel x ist relativ weit nach oben vom Mittelwert verschoben, also denken wir an jemanden, der besonders große Körpergröße hat zum Beispiel, dann wird er wahrscheinlich auch relativ große Füße haben, große Schuhgröße. Das können wir uns jetzt hier auf die y-Achse denken. Ja? Dieses wahrscheinlich ist also hier das Wichtige. Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass er besonders großen Fuß hat, wenn er besonders groß ist? Diese Wahrscheinlichkeitsaussage, diese stochastische Aussage, die gießen wir letztlich in diese Zahl R. Und nochmal, also für ein positives R, ein gut positives R, vielleicht Punkt 5, Punkt 6, könnte die Punktwolke dann etwa so streuen. Für ein R von etwa minus Punkt 5, minus Punkt 6, würde die Punktwolke dann etwa so wie hier auf der rechten Seite gezeigt aussehen. Frage an Sie kurz, um Sie letztlich auch mal ein bisschen aufs Glatteis zu locken natürlich. Welcher Graph dieser beiden zeigt jetzt die höhere Pearson-Korrelation? Das sind zwei getrennte Datenbeispiele, also zwei verschiedene Variablen x und zwei verschiedene Variablen y. Was würden Sie sagen? Wenn Sie alles bis jetzt kapiert haben, dann müssten Sie mir zustimmen, dass a, beide relativ hohe Korrelationen zeigen, beide positive Korrelationen zeigen, aber in der Tat der Plot rechts hier nochmal eine etwas höhere, also fast perfekte linearen Zusammenhang oder fast perfekte Korrelation aufweist. Der Trick hier, wo ich Sie natürlich aufs Glatteis locken wollte, ist, nicht die gedachte optisch erkennbare Steigung spielt für diese Korrelation jetzt eine Rolle, das zeigt man so rum für Sie, sondern die hängt natürlich nur von der Einheit oder Skalierung meines Y-Merkmals oder meines X-Merkmals ab. Und ich kann letztlich auch durch Verändern meiner Achseneinstellungen die optische Steigung, die optische Steilheit der gedachten Gerade hier verändern. Das interessiert uns für die Korrelation alles nicht, sondern die Korrelation, die fängt nur ein, wie eng oder weit streuen die Werte herum um die Gerade. Eine weitere Warnung, die wir unbedingt noch unterbringen sollten. Nochmal ein Rückgriff. Die Korrelation soll lineare Zusammenhänge ausdrücken. Wenn ich also etwas deutlich Nichtlineares habe, kann ich hier extrem aufs Glatteis gelockt werden. Aber es kann auch, wie wir vorher bei dem U-förmigen Zusammenhang aus dem Eid und Gollwitzer gesehen haben, aber es kann auch noch böser enden, das habe ich hier mal versucht für Sie zu visualisieren. Es geht eigentlich auf eine Studierendenrückfrage zurück von vor einigen Jahren. Was wir hier doch sehen ist, vergessen Sie mal alles, was Sie über Korrelationen wissen, was Sie hier sehen ist irgendwie so ein Ausschnitt aus einem sinusoidalen oder eben kosinusartigen Zusammenhang. Ja, also die eine Variable ist sozusagen eine, würde sagen, zyklische Funktion der anderen Variable. Solche Zusammenhänge gibt es, solche sind auch oft interessant für uns, aber wir können offensichtlich mit Pearsons R hier nichts
anfangen. Je nachdem letztlich, wie so eine Variable dann in diese Quadranten fällt, kann da schon mal eine große positive Korrelation zum Beispiel resultieren. Das ist hier mal gezeigt mit diesem R von Punkt 8, also Punkt 7,8. Das ist ja schon auch sehr, sehr substanziell positiver Zusammenhang. Aber da wurde also kurz so, da greift dieses Maß einen linearen Zusammenhang ab, der eben da kurz für einen gewissen Zeitraum ja auch gilt. Wenn man etwas anders aber die Daten erfasst hätte und hier so einen Kosinus eher abgegriffen hätte, dann würde man sagen, der Zusammenhang fällt dann auch wirklich numerisch sehr, sehr klein aus. Obwohl es die gleiche Kurve und eigentlich auch der gleiche Zusammenhang ist. Einfach nochmal eine Warnung. Nie nur R anschauen, sondern immer auch diese Plots dazu. Einen Exkurs möchte ich mit Ihnen noch machen. Wenn Ihnen jetzt gleich irgendwie der Kopf explodiert oder so, dann springen Sie einfach 2 Minuten vor. Das ist ein Exkurs, ein Angebot, was ich Ihnen kurz machen möchte, weil es vielen Studierenden erfahrungsgemäß einfach ein bisschen hilft, beim Einbinden dessen, was ich Ihnen hier erzähle, letztlich in Ihr schulmathematisches Wissen. Und zwar sage ich Ihnen jetzt einfach auch mal, dass wir unter Auslassung vieler Details, die wir heute hier nicht besprechen, so zwei Variablen x und y auch sich sehr schön als zwei Vektoren vorstellen können. Ja? Wir schreiben das ja auch manchmal so. Wir schreiben manchmal die Werte in x auf wie in so einem Vektor. Und das kann man sich sehr wortwörtlich geometrisch als einen Vektor denken. Und wenn man jetzt sich zwei Merkmale, zum Beispiel Schuhgröße, Körpergröße, als zwei Vektoren denkt, dann ist es so, das sage ich Ihnen einfach hiermit, dass der Winkel zwischen diesen zwei Variablen oder zwischen diesen zwei Vektoren, besser gesagt der Kosinus dieses Winkels, genau Pearsons R entspricht. Das heißt, wir haben hier eine direkte Entsprechung. Sie könnten, wenn Sie einfach zwei Variablen als Vektoren repräsentiert hätten, könnten Sie. Oft wäre das ein Umweg, aber Sie könnten den Kosinus des Winkels nehmen und hätten dann ebenfalls Pearsons R. In diesem Fall hier, den wir hier sehen, wäre das wiederum ein positiver Zusammenhang. Positiver Zusammenhang heißt dann also, ein relativ kleiner Winkel, in dem Fall vielleicht 60 Grad, entspricht dann einem Pearsons R von Punkt 0,5. Warum zeige ich Ihnen das? Ich zeige Ihnen das unter anderem deshalb, weil wir man muss fast sagen, im Wissenschaftsjargon relativ oft davon sprechen, dass zwei Merkmale orthogonal sind. Was meinen wir damit? Damit meinen wir eigentlich, dass sie unabhängig sind. Zwei Variablen, man spricht dann nicht von den Vektoren dieser Variablen, sondern man verkürzt es so ein bisschen und sagt, zwei Variablen sind orthogonal, wenn sie keine Korrelation aufweisen. Und warum ist das so? Der Kosinus von 90 Grad, also von zwei orthogonal rechtwinklig aufeinanderstehenden Vektoren ist eben 0. Ja? Und umgekehrt kann man auch sagen, wenn zwei Vektoren, zwei Variablen direkt 180 Grad voneinander wegzeigen, sozusagen, das ist hier unten noch gezeigt, dann besteht eine perfekte negative Korrelation. Und auch hier gilt die Regel, der Kosinus von 180 Grad ist eben minus 1. Das soll es auch gewesen sein mit dem Ausflug. 2, 3 Minuten Ausflug in die Vektorgeometrie, die wir hier in Statistik 1 nicht vertiefen, die Sie auch nicht nervös machen muss jetzt oder so, aber Sie merken sich gerne mal Variablen, wenn die keine Korrelation haben, dann kann ich mir das auch vorstellen, als wenn das zwei Vektoren wären, die orthogonal zueinander sind. Das kann ganz hilfreich sein, wenn Sie das mal gehört haben. Ein nützliches Maß noch bei Pearson und dann können wir uns den Fällen zuwenden, wo Pearson uns eben nicht weiterhilft. Relativ oft sehen Sie, dass jemand Pearsons R nimmt, was ja maximal 1 werden kann oder minus 1, minimal minus 1 und diesen Wert noch quadriert. Was passiert, wenn ich was kleiner als 1 ist, meistens dann also quadriere? Es wird natürlich noch kleiner. Ja? Und dieses noch kleinere, dieses quadrierte R oder auch R-Quadrat, das lieben die Sozialwissenschaftlerinnen, die Ingenieure, die Psychologen, weil eine beliebte Interpretation des R-Quadrats ist, dass ich sage, wenn R-Quadrat, also bleiben wir mal in dem Beispiel, was hier gezeigt ist, R, also hier unten in Fett, R sei minus Punkt 5, ein
negativer linearer Zusammenhang. Also je mehr das eine, desto weniger das andere. Also so eine Punktwolke, die irgendwie so drin liegt, wenn ich so ein XY, und ich mal es mal hier, ich kann es ja auch hier kurz hinmalen. Ups, wir können wir mal hier das einfach hier nach hier hinmalen, dass wir sagen, negativer Zusammenhang eines Merkmals minus Punkt 5. Also ich mal, denk mir gleich schon mal die Mittelwerte meiner Variable hier rein. Minus Punkt 5 heißt also vielleicht irgendwie so, aber nicht so perfekt, sondern es gibt auch noch ein paar andere Punkte. So vielleicht. Ja, das wäre vielleicht etwa, wenn Sie das so sehen, ein Zusammenhang von minus Punkt 5. Wenn ich den quadriere, kommt Punkt 2,5 raus. Und das wird sehr oft gelesen als 25% der Varianz im einen Merkmal kann ich erklären durch das andere oder die Varianz im anderen Merkmal. Kenne ich also die Streuung in X, kenne ich schon etwa 25% der Streuung im anderen Merkmal. Dieses R-Quadrat nennt man auch den Determinationskoeffizient und das ist sehr beliebt und wird uns später in Statistik 2 vor allem noch viel begegnen. Und hier sollten Sie es einfach mal gehört haben. R-Quadrat, Determinationskoeffizient, Prozent aufgeklärte Varianz. Überlegen Sie sich gerne hier, halten Sie gerne hier mal inne, gehen Sie einen Kaffee trinken, ein bisschen spazieren und fragen sich eigentlich, was Sie bis jetzt vielleicht auch nicht so gut verstanden haben. Wir machen aber weiter und schauen uns kurz ein Problem auch oder schärfen so ein bisschen unser Problembewusstsein mit diesen Korrelationen. Sie sehen hier einen Graph mit nur einigen wenigen Datenpunkten wohlgemerkt, der zeigt die Scheidungsrate in Florida auf der X-Achse geplottet gegen die Pro-Kopf-Milchkonsum in den USA. Und Sie sehen hier einen deutlich positiven Zusammenhang. Ja? Sehr stark, der ist fast 1,95. Da würden Sie sagen, ist ja verrückt. Die erste Frage, die Sie haben sollte, wäre, was hat denn die Scheidungsrate in Florida zu tun mit dem Milchkonsum? Also wir hatten ja das so eingeführt, dass wir gesagt haben, wir wollen Zusammenhänge entdecken und die Kovarianz und die Korrelation sind dazu ein gutes Maß. Aber wir stoßen jetzt an den Punkt, wo wir schon sehen, dass nicht alles, was als positive Korrelation uns aus der Formel entgegenfällt, auch in der wirklichen Welt bedeutet, dass dort A, ein Zusammenhang bestand und B, davon wird noch zu reden sein, schon gar nicht unbedingt ein kausaler Zusammenhang. Dass also die Variation im einen Merkmal die Variation im anderen Merkmal verursacht hat. Ja? Was hier irgendwie passiert sein muss, nach allem, was der gesunde Menschenverstand diktiert, ist, dass es eine Drittvariable gab, eine Variable Z, die wir bisher nicht berücksichtigt haben, die irgendwie dafür gesorgt hat, dass diese beiden Merkmale, wir sprechen dann auch von einer spurious correlation, nur scheinbar korreliert sind. Das Wort ist ein bisschen irreführend, weil die sind korreliert. Ich nehme einen Korrelationskoeffizienten, ich rechne ihn aus für x und y, ich bekomme ihn, dann kann ich sagen, natürlich sind die korreliert. Aber mit diesem scheinbar möchte man sagen, sie sind also, es ist nur zum Schein, weil offensichtlich etwas anderes im Hintergrund noch kausal abgelaufen ist. Das sehen Sie hier an diesem kleinen kausal gemeinten Graphen. Da gibt es eine Variable z. In dem Fall ist es vielleicht eine relativ abstrakte Variable, nämlich einfach Zeit, Veränderungen über die Zeit, die sich sowohl in dem einen niederschlagen wie im anderen. In dem Fall ein Niedergang über die Jahre, das ist hier unten gezeigt, ein Niedergang der Scheidungsrate und ein Niedergang des Milchkonsums. Wenn ich jetzt diesen Datenausschnitt, diesen kleinen, von diesen 9 Jahren mir herausgreife, dann kann ich sozusagen den Eindruck bekommen, dass hier eine Korrelation vorlag. Und wenn ich, wie gesagt, wieder nur mit Scheuklappen die Formel angewandt hätte und nicht für 2 Pfennig darüber nachgedacht hätte, was ich hier korreliere, dann wäre ich dem hier aufgesessen. Was wir hier gesehen haben, nennt sich auch Konfundierung. Eine dritte Variable beeinflusst sowohl x als auch y und kann entsprechend zu einer unter Umständen substanziellen Korrelation führen. Wir sind also hier an dem ganz wichtigen Punkt, dass wir uns klar machen müssen, die Korrelation besagt nichts über Kausalität. Das ist vielleicht überhaupt das Mantra,
der Statistikausbildung, vielleicht auch der Statistik 1, zu sagen, Correlation per se is not causation. Oder ich könnte auch sagen, nur weil A und B korrelieren, linear zusammenhängen, heißt es längst nicht, dass A B verursacht hat. Übrigens muss genauso wenig B A verursacht haben. Denken Sie an so unseren Fall gerade mit der Scheidungsrate und dem Milchkonsum. Da macht weder die eine Kausalrichtung noch die andere Sinn, sondern da muss es irgendwas Drittes gegeben haben, was diese beiden Maße verändert hat. Und falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte, Correlation is not causation. Gerne auch nochmal in Fett. Das Problem ist, diese Interpretationsfalle, die lauert eigentlich immer. Wir haben alle so ein bisschen von Haus aus den Bias, also die so eine Art kognitive Verzerrung eingebaut, dass wir gerne Zusammenhänge als Beweis für bestimmte kausale Abhängigkeiten sehen würden und gerne mal vergessen, es liegt sozusagen in der menschlichen Natur, das wirklich kritisch zu hinterfragen. Und hier lernen wir, dass hier sehen wir einfach nochmal deutlich, dass das Vorliegen eines linearen Zusammenhangs eben erst recht nichts über den kausalen Zusammenhang aussagt. Wir brauchen, also wir müssen als Forscherinnen und Forscher oder auch einfach nur als Akademikerinnen und Akademiker sehr aufpassen, dass wir bestimmte Interpretationen auch oft als naheliegende betrachten, wenn sie das stützen, also zum Beispiel die Korrelation kommt irgendwie so raus in der Richtung, in der ich es eigentlich so implizit schon immer gedacht habe, dann bin ich vielleicht weniger bereit, die kritisch zu hinterfragen, mir zu überlegen, macht das überhaupt Sinn, als wenn es zum Beispiel das Ergebnis einer Konkurrentin oder eines anderen Wissenschaftlers ist und wir nicht von Anfang an schon das erwartet hätten, dass das so rauskommt. Ja. Damit einhergehend ist es auch oft so, dass gerade eine Korrelation, die in eine unerwartete Richtung geht, dann eben unsere Hypothese ganz popperianisch natürlich auch so ein bisschen erstmal herausfordert und uns dann dazu führt, vielleicht auch weiterzudenken, neue Hypothesen, neue Forschungsfragen aufzumachen. Ich würde im Folgenden auch noch neben der, also wir haben jetzt über die Konfundierung gesprochen, wir haben gesagt, eine Korrelation kann auftreten, wenn ich eine Drittvariable habe, Z, die sozusagen hier, ich mache hier mal kurz, sehen Sie eigentlich? Ich hoffe, Sie sehen mein iPad noch. Ne? Ich würde hier mal noch kurz einen neuen Screen aufmachen, dann kann ich hier nämlich auch noch was Neues zeichnen zur Not. Also, wir hatten jetzt gesagt, wir können eine Korrelation zwischen einer Variable x und einer Variable y beobachten, also zum Beispiel. Also eine Korrelation machen wir manchmal auch mit so zwei Pfeilen, zum Beispiel R von Punkt 5 oder so. Ja? Also ein relativ substanzieller positiver Zusammenhang. Das könnte der Fall sein, weil es eine Drittvariable Z gab, die eigentlich X und Y beeinflusst hat und eigentlich sozusagen wir hier dieses Ding eigentlich dann gar nicht hätten, sobald wir Z berücksichtigen würden. Was ich Ihnen im Folgenden noch zeigen möchte, ist ein noch abgefahrenerer Fall, der aber nicht minder relevant ist in der Praxis, dass wir nämlich einen Zusammenhang zwischen x und y beobachten. Das ist sozusagen jetzt ein anderer Fall, da muss ich hier nochmal extra, das ist quasi komplett davon abgesetzt, einen Fall, dass wir eine Korrelation zwischen x und y beobachten. Das messen wir. Aber warum messen wir es? Wir messen es, weil wir aus Versehen sozusagen, oft ohne es zu bedenken, das Ganze, ich blende diesen Slide erstmal auf und dann können wir ihn in Ruhe besprechen, weil wir das Ganze so betrachtet haben, dass wir eine Art, man spricht manchmal auch von einem Kind dieser beiden Variablen, weil wir quasi eine Selektion durchgeführt haben, dass wir nur dort geschaut haben, wir haben nur dort gemessen, wo eine Drittvariable C, nenne ich die hier mal Vorlag. Also wir haben nur Leute betrachtet, die bei den C auch vorliegt. Und dadurch sind wir zu dem Eindruck gelangt, dass X und Y was miteinander zu tun haben könnten. Das Beispiel ist nicht von mir, das ist von aus einem Lehrbuch von Judea Pearl, was ich aber so eigentlich ursprünglich mal ganz eingängig finde. Mal schauen, ob ich es Ihnen so hier ganz gut erklären kann. Stellen Sie sich vor, X wäre ihr komödiantisches Talent.
Ja, Menschen unterscheiden sich in ihrem komödiantischen Talent. Da gibt es sehr Begabte, sehr Lustige und es gibt Leute, die sind einfach von Haus aus nicht lustig. Und dann gibt es ein anderes Merkmal, von dem wir doch jetzt, Sie können dieses C also gerne mal zuhalten, gedanklich kurz. Ein anderes Merkmal Y, zum Beispiel die Attraktivität, also Facial Attractiveness, wie man das in der Sozialpsychologie, in der Evolutionspsychologie oder so relativ oft messen kann. Ja, man kann einfach Gesichter raten lassen, wie Attraktivität, wie attraktiv die empfunden werden. Vielleicht können wir uns mal kurz darauf einigen, dass diese beiden Dinge eigentlich nichts miteinander zu tun haben sollen. Wie lustig ich bin und wie attraktiv mein Gesicht von anderen eingeschätzt wird. Sollte etwa null sein. Wenn wir aber, und in dem Fall könnte man sagen, den Denkfehler machen oder den Analysefehler, dass wir eine Drittvariable haben, und diese Drittvariable könnte zum Beispiel sein, wir fragen nicht ganz allgemein, was hat Talent, Schauspieltalent, komödiantisches Talent mit Attraktivität zu tun, sondern wir fragen das alles nur in einer Subgruppe von Menschen, nämlich dort, wo dieses Merkmal C vorliegt, das wäre dann das, nämlich wir sagen zum Beispiel C ist, bist du Schauspieler oder nicht? Und nur wenn du Schauspieler bist oder Schauspielerin, dann kommst du in unsere Analyse rein. Das könnte zum Beispiel ganz leicht passieren. Stellen Sie sich vor, das ist Ihre Bachelorarbeit. Sie wollen gern untersuchen, ob Attraktivität was mit Talent zu tun hat, ob es da einen linearen Zusammenhang gibt. Wie machen Sie das am einfachsten? Sie gehen auf die Internet Movie Database oder sowas. Dort sind alle Schauspieler gelistet und nur die, die dort drin sind, nehmen Sie. Das sind alles Schauspieler und lassen die dann auf ihre Attraktivität hinraten von ihren Mitstudierenden und auch auf wie lustig die finden oder sowas, ja. Und dann würden Sie vielleicht in Ihrer Bachelorarbeit berichten, huch, es gab einen negativen Zusammenhang. Kurz gucken, warum das hier nicht kommt. Da sind wir. Die Schlussfolgerung wäre aber, aha, ich habe in meiner Bachelorarbeit gefunden, je attraktiver du bist, desto weniger, als weniger talentiert wirst du empfunden als Schauspieler. Das hängt also negativ zusammen. Die attraktivsten Typen werden als die schlechtesten Schauspieler wahrgenommen und umgekehrt. Und was hier passiert ist, ist der sogenannte Collider Bias, weil das Ganze sozusagen nur in einer Drittvariable C betrachtet wurde, die wiederum von X und von Y beeinflusst wurde, entstand der Eindruck einer Korrelation, ergab sich eine Korrelation. Also, wenn man sozusagen nur durch dieses, wir nennen das manchmal auch Conditioning, das ist ein bisschen ein Conditioning on a Collider. Also, weil Sie Ihre ganze Analyse kontingent auf eine Drittvariable C gemacht haben, die von X und von Y beeinflusst wird, kamen Sie zu der Schlussfolgerung, dass diese Korrelation da ist. Und eigentlich gibt es diesen Zusammenhang erstmal nicht. Das ist die etwas längliche Erklärung des Collider Bias. Wir haben noch mehrere solche, letztlich muss man sagen, Fallen, in die wir tappen können, wenn wir einfach eine Korrelation beobachten. Wir können also jetzt mal auf einem Slide nochmal zusammenfassen, was sind denn mögliche Ursachen für eine von uns in der Stichprobe beobachtete Korrelation. Also hier gezeigt, das wäre vielleicht unser Ergebnis in der Arbeit. Wir haben zwischen dieser roten und dieser blauen Variable folgenden positiven linearen Zusammenhang beobachtet. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dessen, was wir so intuitivsten, am liebsten gleich schlussfolgern würden, nämlich, ja, vielleicht hat die rote Variable die blaue hervorgebracht. Vielleicht ist es tatsächlich ein kausaler Zusammenhang. Vielleicht war es aber auch genau andersrum. Vielleicht hat die blaue Variable die rote hervorgebracht. Ja? Dann wäre es ein umgekehrter kausaler Zusammenhang, manchmal auch als Reverse Correlation, Entschuldigung, Reverse Causation bezeichnet im Englischen. Über das Confounding oder die Konfundierung hatten wir schon gesprochen. Es könnte eine Drittvariable geben, die einen Einfluss auf beide Variablen ausübt und deshalb sehen wir einen linearen Zusammenhang. Ja, und wenn wir diese Drittvariable nicht einbeziehen, dann sehen wir eine Korrelation, die nur scheinbar vorliegt, nur zum Schein vorliegt, eine Spurious Correlation. Dann gerade recht ausführlich besprochen, weil es so bisschen unintuitiver ist, aber vor allem in der Klinik und in der Epidemiologie spielt dieser
Fall eine große Rolle. Aber wir können ihm hier jetzt eben nur bedingt viel Raum einräumen in der Statistik 1. Der sogenannte Selection Bias oder Collider Bias. Sowohl die rote als auch die blaue Variable haben einen Einfluss auf eine Drittvariable. Hier dann jetzt mal in grau gezeigt. Und wenn wir dann nur in dieser Drittvariable schauen oder nur bei Leuten schauen, bei denen die Drittvariable auch vorliegt, dann schließen wir wiederum, huch, da besteht ein Zusammenhang, wo eigentlich gar keiner besteht. Und dann gibt es auch noch den Fall, der uns jetzt in der Deskriptivstatistik noch nicht so richtig interessieren kann, aber in der Inferenzstatistik umso mehr. Was, wenn wir in unserer Stichprobe zwar einen linearen Zusammenhang sehen, aber es gibt einfach gar keinen auf Populationsebene. Den Fall gibt es auch noch. Rund um das Thema, was wir hier jetzt mit der Confounding und mit dem Collider Bias schon haben anklingen lassen, gibt es auch noch ein extra Video zum Selbststudium. Ein kurzes, in dem ich nochmal die sogenannte Partialkorrelation und auch den Suppressoreffekt bespreche. Die bitte ich Sie ebenfalls zu studieren. Einiges davon wird aber auch im Seminar noch vorkommen. Ebenfalls Seminarmaterial sind einige Rechentricks rund um die Korrelation. Vor allem, das andere ist eigentlich kein Rechentrick, sondern es ist eine wichtige Transformation der Korrelationskoeffizienten, nämlich die sogenannte Fisher-Z-Transformation. Schon wieder irgendwas mit Z? Ist auch nicht ganz falsch, weil es ebenfalls eine Transformation ist, die versucht, diese Korrelationskoeffizienten, die ja so zwischen 1 und minus 1 eingesperrt sind, so zu transformieren, dass sie auch sich ein bisschen besser normal verteilen können. Gut, dies soll es gewesen sein zu Pearsons R. Das heißt bei 35 Minuten. Lassen Sie uns noch mal 20 Minuten vielleicht drauf verwenden, zu schauen, wie wir damit umgehen, wenn wir Pearsons R nicht so einfach ausrechnen können. Vor allem, weil wir den Verdacht haben, dass die Daten nicht ganz so schön normal verteilt sind, bivariat normal verteilt sind, wie sie es sein sollten. Das geht alles in die Richtung des Thema der sogenannten Ausreißer. Sie sehen hier einen negativen linearen Zusammenhang nochmal für ein Merkmal X und ein Merkmal Y. Das ist eine Abbildung, glaube ich, aus dem Wirz und Nachtigall. Und Sie sehen hier oben einen Datenpunkt extra gezeigt. Mal kurz schauen, ob Sie die Maus sehen. Hier, ja, diesen grünen Punkt. Ob ich den einschließe in die Korrelationsberechnung oder nicht, hat einen sehr großen Einfluss drauf. Wenn ich den weglasse, habe ich eine starke negative lineare Korrelation. Das sind all diese weißen Punkte zusammen. Und wenn ich den mit einschließe, ist die zwar immer noch negativ, aber sehr viel schwächer. Die beträgt dann nur noch minus 0,35. Ja? So dass man sich fragen kann, das kann es ja nicht sein, diesen Wert hier mit einbeziehen. Wäre es nicht gut, ein bivariates Zusammenhangsmaß zu haben, was robust ist, kann man sagen, gegen solche Ausreißer? Und wenn wir von Ausreißern und Robustheit sprechen, dann könnten wir uns so erinnert fühlen an das, was wir beim Mittelwert versus Median besprochen haben, als wir über den Median gesprochen haben. Und darauf wird es ein bisschen hinauslaufen gleich. Vorneweg noch kurz das Beispiel, an dem ich das auch dann machen möchte, eine Variable zu beurteilen auf ihre Normalverteiltheit hin. Ich muss dazu einen neuen Plot noch einführen, nämlich den sogenannten QQ-Plot oder QQ-Plot, meistens als QQ-Plot bezeichnet. Das ist jetzt erstmal ein univariater Plot, nochmal, auch wenn es nicht so aussieht. Was der eigentlich macht, ist, der nimmt ein Merkmal, das ist das, was hier auf der Y-Achse gezeigt ist, und zwar nicht das Merkmal selber, sondern er plottet die Quantile, ganz viele Quantile, nicht nur das erste Quartil und das zweite oder so, sondern das 5% Quantil, das 10% Quantil, das 15% Quantil, das 20% Quantil, kann man beliebig einstellen, die Quantile der Daten gegen, Achtung, die Quantile einer Standardnormalverteilung. Das ist jetzt sozusagen die Idee zu sagen, das kann ich vielleicht hier auch nochmal schnell zeigen, auf dem iPad machen wir das kurz, wenn wir sagen, wir haben in einer Standardnormalverteilung, die sieht doch, ich kann sie natürlich nicht so ganz gut zeichnen, ich kann sie ja so zeichnen. Ich kann sagen, da kann ich ja Quantile einziehen. Der Median ist gleich dem Mittelwert, ist ja das 50% Quantil. Dann wäre das hier vielleicht irgendwo das 5% Quantil, das ist das 10, 15 und so weiter. Und hier oben hätte ich dann auch irgendwann das 75, das 80% Quantil und so weiter. Ja, ich kann also quasi das in so Scheibchen mir vorgestellt einteilen.
Und jetzt habe ich hier mein Merkmal, zum Beispiel der Softdrink-Konsum, der ist ja leider eher so verteilt, hatten wir gesehen. Wenn ich dort die Quantile mache, dann habe ich da schon die ganzen Quantile und dann muss ich, werden die hier entsprechend groß, da muss ich, um dann nochmal 5% der Daten dazu zu bekommen, ja entsprechend große Stücke nehmen. Was so ein QQ-Plot jetzt macht, QQ-Plot, der trägt gegeneinander ab die Werte der Quantile von der Standardnormalverteilung. Die sind jetzt hier bei dem, was wir sehen, hier auf der X-Achse gemacht. Die gehen also hier runter. Und die Quantile von dem Softdrink, von dem, was mich interessiert, ginge hier hin. Und wenn ich zum Beispiel hier etwas perfekt normal verteiltes auch hätte, dann würden die Punkte genau, vielleicht mache ich das mal kurz in einer anderen Farbe, die würden da natürlich genau auf, ziemlich genau auf einer 45-Grad-Linie quasi landen. Ja, weil es egal wäre, ob ich das Quantil aus einer Normalverteilung ablese oder das Quantil aus meinen Daten. Das wäre sozusagen der Nachweis, möchte man fast sagen, dass es normal verteilt ist, das Merkmal. Wenn wir uns das für den Softdrink mal angucken, sehen wir, das ist überhaupt nicht der Fall. Der Softdrink verteilt sich also irgendwie eher so. Ja, das heißt, es gibt bestimmte Quantile, die sind schon viel größer, als es die Standardnormalverteilung erwarten ließe. Und andere sind dann viel kleiner, als es die Standardnormalverteilung erwarten ließe. Wenn ich also in einem QQ-Plot sehe, dass es sich das überhaupt nicht entlang dieser roten Linie verteilt, sondern davon extrem abweicht, dann weiß ich, ich habe es auch mit einer extremen Verletzung der Normalverteilungsannahme zu tun. Und für unsere Zwecke heute, ich sollte die Finger wahrscheinlich lassen von sowas wie Pearsons R. Aber was dann tun, wenn mich trotzdem der Zusammenhang zwischen dem doch auch an sich metrischen Merkmal Anzahl Softdrinks und einem anderen metrischen Merkmal interessiert? Zum Beispiel dem Mathe-Test. Kann doch fragen, ob das was miteinander zu tun hat. Also beide sind metrisch. Ich habe hier Stichprobendaten, die sind unabhängig voneinander gewonnen, die Probanden, das müsste eigentlich alles gehen, nur diese Normalverteiltheit ist nicht gegeben. Und die Idee, die wir eigentlich schon kennen vom Median, die Spearman, Charles Spearman, hier jetzt eingebracht hat, war zu sagen, wir rechnen jetzt nicht mit den Daten selber von dem Softdrinkkonsum und übrigens dann auch nicht mit den des Matheergebnisses. Also eigentlich ist nur der Softdrinkkonsum hier das Problem, aber deshalb machen wir jetzt folgenden Trick. Wir rechnen nicht mit den Daten, sondern mit den Rängen der Daten. Wir rangtransformieren unser Merkmal. Und das ist ein ganz wichtiger Trick, den wir in der Statistik noch öfters verwenden werden, der also quasi auch so ein eigenes Thema in der Statistik 1 ist. Wir machen das jetzt hier, weil wir es hier brauchen. Aber die Rangtransformation ist was ganz Wichtiges, zu sagen, wie kann ich meine Daten als Ränge ausdrücken. Und wenn ich das tue, dann ergibt sich eher folgendes Bild. Ich kann meine Beobachtungen, meine Softdrink-Beobachtungen, die ich eigentlich gemacht habe, wie viele Softdrinks pro Woche werden konsumiert, in ihren Rangplatz überführen. Und was dann passiert, ist, dass große numerische Unterschiede, also die Idee kennen wir schon von Medien, extreme numerische Unterschiede hauen hier überhaupt nicht mehr rein, weil der Rangplatz einfach schön monoton anwächst. Ja? Also vom 20 zu 30 Softdrinks ist natürlich ein großer Sprung in Softdrinks, wo metrisch betrachtet, 10 mehr pro Woche. Wir könnten das auch sogar in Prozent ausdrücken. Wir könnten sagen, das ist ja, was weiß ich, um 100% nochmal gesteigert. Um 50% nochmal gesteigert. Verhältnisskaliertes Merkmal, bla bla bla. Könnte ich alles machen. Schmeiße ich jetzt aber alles weg, diese Information, und überführe es einfach in den Rangplatz. Ich sage, das war halt ein Rang mehr oder zwei Ränge mehr als die andere Beobachtung. Ja? Und für diese extrem numerischen Unterschiede spielen also für die Rangunterschiede jetzt keine Rolle mehr. Und Spearmans Hauptidee war jetzt zu sagen, wenn ich die Ränge im einen, die Rangordnung im einen Merkmal X kenne, wie gut kenne ich damit schon die Rangordnung im anderen Merkmal Y? Ich vergleiche also eigentlich jetzt einfach, statt die Unterschiede in die Abstände zum Mittelwert, so ganz metrisch, mir anzuschauen und dann eine Kovarianz auszurechnen, frage ich jetzt eigentlich viel einfacher, das sei auch in dieser Formel hier einmal gezeigt, kurz,
Die Formel selber braucht uns zum Glück gar nicht viel länger interessieren, aber es ist ganz instruktiv, sie sich einmal anzugucken. Weil sie kreist sozusagen hier, vergessen Sie mal die 6, vergessen Sie das Summenzeichen, vergessen Sie die Ns da unten. Schauen Sie mal nur auf dieses D, was hier eingeht, was dieses quadrierte D eigentlich ist, für jede Beobachtung I, das steht hier unten. Das ist einfach der Unterschied im Rangplatz. Es wird also einfach geguckt, welchen Rangplatz nimmst du in den Softdrinks ein? Und welchen Rangplatz nimmst du bei den Mathekompetenzen ein? Und so gibt sich für jeden Probanden Unterschied. Und wenn ich durch Kenntnis deines Rangplatzes beim Softdrinkkonsum schon ganz gut vorhersagen kann, welchen Rangplatz du in Mathe einnehmen wirst, dann ist das ja das, was wir einen starken positiven Zusammenhang nennen würden. Dann sollten diese Ds, diese Deltas kann man auch sagen, diese Rangunterschiede aber ziemlich klein ausfallen, weil du ja, es sollte meistens so sein, dass der Rang im einen Merkmal ziemlich genau dem Rang im anderen Merkmal entspricht. Und dann wird, schauen Sie sich das an, ganz clever mal wieder, von einer 1, so einer Art maximalen Korrelation, wird hier diese summierten, quadrierten Rangunterschiede aller Probanden abgezogen. Und je weniger ich da abziehe, weil ich sehr wenig Rangunterschiede habe in meinen Daten, umso näher komme ich hinterher auch wieder bei einer Korrelation von 1 raus, sozusagen. Wir schauen uns das an einem Beispiel an, mit ganz wenig Daten, mit nur 5 Datenpunkten oder so. Und zwar nehmen wir mal 2 Schulfächer. Wir lassen Softdrinks mal kurz beiseite und nehmen 5 Schülerinnen und Schüler mit ihrer Deutschnote und ihrer Ethiknote zum Beispiel. Ja. Das Streudiagramm sieht so aus, wie hier gezeigt. Und wir können uns dazu auch die Tabelle mal anschauen. Wir haben hier in der Tabelle hier die Deutschnote des ersten Schülers. Der hatte eine 1 in Deutsch und eine 2,3 in Ethik bekommen. Der zweite hatte eine 2 in Deutsch und nicht so gut in Ethik, eine 4. Hier unten gibt es einen, der hat wirklich eine sehr schlechte Note in Deutsch bekommen. 5,3, aber auch keine sehr gute Ethiknote. Den müssten wir im Graph hier auch wiederfinden können. Der müsste also relativ hoch auf der Deutschnote landen. Das ist schlecht in dem Fall bei den Schulnoten und relativ hoch bei der Ethik. Spearman sagt jetzt, rechnen lieber nicht damit eine Korrelation aus, sondern du bist irgendwie gewarnt, du glaubst, dass das nicht gut geht, zum Beispiel weil das Merkmal nicht normal verteilt ist. Sondern du rangtransformierst diese Merkmale. Deshalb habe ich hier jetzt 2 neue Spalten gemacht noch. Das heißt Rang der Deutschnote und Rang der Ethiknote. Der die 1 in Deutsch hatte, die beste Note, der kriegt den Rang 1. Das macht Sinn, oder? Der die schlechteste Note hatte, 5,3, der kriegt auch den schlechtesten Rang. Aber was ist jetzt hier los? Warum steht da jetzt 2,5, 2,5, 4,5? Warum steht sowas bei den Rängen drin? Was hier los ist, ist, dass wir natürlich manchmal sogenannte Rangbindungen auch noch haben zu allem Überfluss. Und das ist jetzt ein wichtiges Stichwort, was Sie kennen müssen und Sie müssen damit auch umgehen können, wenn Sie sowas sehen. Wenn Sie in Ihren Daten, wie hier bei der Deutschnote, zweimal den gleichen Wert haben, dann haben Sie für diese Probanden ja eigentlich den gleichen Rang. Das nennt man Ties. Manche kennen es auch vom Tennis. Da gibt es ja auch den Tiebreak. Da gibt es also sozusagen einen Gleichstand, wenn man so will, ein Tie. Den muss man aufbrechen, manchmal im Tennis. Hier müssen wir das nicht wirklich aufbrechen. Hier machen wir das so, dass einfach beide den mittleren Rang bekommen. Deshalb, wenn Sie genau mal schauen, bei den Rängen Deutsch gibt es nämlich die 2 und die 3 genau nicht. Dafür gibt es die 2,5 zweimal. Ja? Wir schauen also, kommen gewisse numerische Werte mehrfach vor. Und wenn sie mehrfach vorkommen, dann müssen wir, dann haben wir. Dann liegen sogenannte Tied Ranks vor, also Rangbindungen, und wir müssen uns überlegen, welchen Wert wir da einsetzen. Und in dem Fall ist es einfach der Mittelwert aus den 2 eigentlich jetzt zu vergebenden Rängen. Ja? Auch das wiederum vielleicht ein bisschen zu kompliziert oder vielleicht hilfreich, sich hier nochmal ganz kurz, das würde ich jetzt im Hörsaal auch an der Tafel nochmal machen, wenn ich mache kurz einmal das für ein paar Werte. Und zwar mache ich es mal lustigerweise mit Körpergrößen. Da ist es ein bisschen einfacher. Weil ich kann sagen, ich habe Körpergrößen gemessen und die mal in eine Rangreihe gebracht. Da hatte ich jemand mit 1,50, dann hatte ich jemand mit 1,70, nochmal einen mit 1,70 und dann war da noch eine Dame auch mit 1,70 und dann kam nochmal einer
mit 1,78 und dann ging das so weiter, irgendwie, keine Ahnung. Das war die Körpergröße K und die Ränge von K, sozusagen, die Ränge von K, die wären jetzt, hier ist es einfach, das ist wieder der erste Rang. So, jetzt muss ich aufpassen, jetzt habe ich aber 2, 3 und 4, die hätten den gleichen Rang. Ich schreibe es mir mal in einer anderen Farbe hier kurz hin. Ich kann sagen, das wäre eigentlich Rang 2, 3 oder 4. Aber vielleicht wäre das auch 2, das auch 3, das auch 4, schwer zu sagen. Und dann wäre das aber auf jeden Fall wieder der fünfte Rang und das der sechste Rang. Und jetzt würde ich hier nach der Logik der Rangbindung, würde ich jetzt hergehen und sagen, ich vergebe den mittleren Rang für alle. Der mittlere Rang aus 2, 3 und 4 ist in dem Fall der dritte Rang. Den vergebe ich dann tatsächlich einfach dreimal in dem Fall. Okay? Und das streiche ich weg. Das ist die Rangbindung und die passiert hier und die geht hier auch in die Spearman'sche Formel ein. Wenn ich das hier mal durchführe, diese Formel einfach anwende, dann muss ich noch sagen, ich habe die Ränge in der einen Merkmal gebildet, habe die Ränge im anderen Merkmal gebildet. Sie sehen meine Maus nicht, Verzeihung. Habe hier die Ränge gebildet, habe hier die Ränge gebildet, bilde die Rangdifferenz, die ist hier gezeigt, indem ich einfach das voneinander abziehe. Und dann bittet uns Spearman, das war seine clevere Idee, das eben hier noch quadriert eingehen zu lassen. Ja, also haben wir dann hier 1, 4, 1 Viertel, dann hier mal ein großer Rangunterschied, der haut dann natürlich hier stark rein. Da wird dann aus einem Rangunterschied von 3 ein quadrierter Rangunterschied von 9. Und dann kann ich das in die Formel einsetzen. Ebenfalls nicht unerwartet geht hier unten das n ein, dass ich also die Anzahl Beobachtungen, die ich überhaupt hatte, wie das bei der Kovarianz und damit auch bei Pearsons R ja auch der Fall war. Und es resultiert in dem Fall ein milder positiver Zusammenhang zwischen Ethiknote und Deutschnote. An der Stelle machen Sie sich nicht verrückt, wenn in Ihrem persönlichen Statistikprogramm, zum Beispiel in Jamovi oder auch in SPSS oder in R, ein leicht andere Werte resultieren. Das hat letztlich mit diesen Rangbindungen zu tun. Es gibt leicht verschiedene Algorithmen, kann man sagen, die unter der Motorhaube die Rangbindungen ein bisschen unterschiedlich lösen, vor allem wenn es mehrere Rangbindungen gibt. Dann gibt es so gewisse Anpassungen der Formel. In SPSS war es, glaube ich, so, dass für genau diese fünf Werte, wenn Sie die einfach mal eingeben, diese fünf Noten, der Spearman leicht abweicht, also Punkt 2,4 statt Punkt 2,8 hier. Nichtsdestotrotz ziemlich nah dran. Mit den Rangbindungen, wenn wir zurückgehen zu unserem größeren Beispiel aus Softdrinks und Mathekompetenz, sehen wir, dass in so einem extrem gestauchten Merkmal wie den Softdrinks, wo wir ja gesehen hatten, die Leute häufen sich alle ganz unten, da gab es ja ganz viel, da war der Modus ja schon null, der Median war, glaube ich, ein Softdrink pro Woche und so. Was da passiert, ist, wie gesagt, extreme numerische Unterschiede spielen für die Rangunterschiede keine Rolle. Es werden hier aber auch eben identische Werte dennoch führen zu identischen Rängen. Also zum Beispiel 0, 0 wird jeweils der 14. Rang vergeben. Also man sieht schon über die Tied Ranks, dass wahrscheinlich etwa 14 Mal oder so, oder etwa die 0 vorkam. Nee, öfters. 20 Mal fast. Sodass irgendwie der mittlere Rang für diesen numerischen Wert 0 Softdrinks der 14. Rang war. Für den ersten war es dann der 37. und so weiter. So haben wir hier die Ränge vergeben und können dann fragen, wie ist es in diesen Daten? Die sahen also so aus. Alles andere als bivariat normal verteilt. Und deshalb haben wir Spearman's R ausgerechnet. Und Spearman's R beträgt 0,35 in diesem Beispiel. Also auch hier schließen wir, es gibt einen positiven monotonen Zusammenhang zwischen Softdrinkkonsum und Mathematikkompetenz. Sie können sich selbst an der Stelle mal fragen, gibt es eine Drittvariable, die hier das beeinflusst haben könnte? Gibt es mehrere Drittvariablen? Interessiert uns jetzt gerade nicht. Wir haben nur einfach mal uns doof gestellt und diesen Zusammenhang einfach mal numerisch quantifiziert mit dem Spearman-Korrelationskoeffizienten. Abschließend sei noch gesagt, dass Spearman und Pearson sehr oft in die gleiche Richtung gehen. Sie haben hier nochmal ein paar Beispiele von X- und Y-Werten.
wo, wenn es ein sehr, sehr eindeutiger linearer Zusammenhang ist, können Sie immer auch hergehen und Spearman ausrechnen. Sie berücksichtigen dabei eben nicht die eigentliche numerische Qualität der Daten, sondern arbeiten letztlich eins anspruchsloser, nur mit den Rängen der Werte, kommen aber in dem Fall zum fast gleichen Schluss, nämlich einem sehr hohen Zusammenhang. Wir können auch sagen, in diesen Daten besteht ein hoher linearer und ein hoher monotoner Zusammenhang. Und genauso kann es auch negativ sein. Aber wenn eben, wie gesagt, ein Merkmal nicht unbedingt normal verteilt ist, dann würden wir hier sagen, Pearsons R leidet. Das ist hier, Entschuldigung, ich zeige schon wieder am falschen Plot, in diesem Graph hier ganz rechts. Da sieht es ja sozusagen so ein bisschen fast so exponentiell irgendwie aus, der Zusammenhang. Das würde ein linearer Korrelationskoeffizient nach Pearson, der würde das auch noch einfangen, aber der unterschätzt sozusagen den Zusammenhang. Der lineare Anteil ist stark, aber nicht perfekt, während der monotone Zusammenhang fast perfekt ist. Das sehen Sie an diesem sehr hohen, fast einsseienden Spearman'schen Korrelationskoeffizienten. Das war heute unser Video zum Korrelationskoeffizient und auch ein bisschen in der Mitte ganz wichtig die Warnung: Nur weil wir eine Korrelation beobachten, einen linearen Zusammenhang oder auch einen monotonen Zusammenhang, heißt es nicht, dass dahinter ein Kausalzusammenhang bestand zwischen unseren Variablen.